Zum Wohl. Prost, auf einen schönen Tag. Nun probieren wir den Ripancho VR vom Weingut José María da Fonseca. Das Interessante bei dem Ripancho ist die Herstellungsmethode des Weines. Es wird nach einer ganz traditionellen Herstellungsmethode, die noch aus der Römerzeit stammt, hergestellt. Und zwar werden die Trauben erst nach der Ernte mit den Füßen gestampft, um so den ersten Saft der Trauben freizusetzen. Das ist natürlich sehr schonend und qualitativ sehr, sehr hochwertig. Dann werden die Trauben über ein Holzgerüst geschabt sozusagen. Oder heutzutage wird man das mit einem Entrapper vergleichen. Das heißt, die Beeren und der Saft der Beeren wird vom Stielgerüst getrennt. Und so gelangt das Stielgerüst nicht mit in den Wein bei der Gärung. Dadurch wird der Wein einfach ein bisschen weicher. Die Tannine sind nicht so im Vordergrund. Und es wird auch einfach samtiger im Wein am Ende. Ein anderer Teil der Trauben wird dann in der Sonne auch getrocknet und dehydriert. Das verleiht dem Wein dann seine gewissen Reifenoten. Dann würde ich sagen, probieren wir den mal. Das VR, was da auf dem Etikett noch mit draufsteht, bedeutet Vino Regional und ist sozusagen ein typischer Landwein für das Anbaugebiet. Riecht schon mal wirklich sehr fruchtig. Ich habe da Himbeere, Schwarzkirsche und Cassis im Glas. Aber auch leicht süßliche Noten, ein bisschen nach Zuckerwatte. Und auch leichte Röstaromen. Auch die Farbe vom Wein ist wirklich sehr kräftig und elegant. Ist ein echt toller Wein, macht richtig Spaß und den kann man einfach nur genießen. Zum Wohl!